und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und komme aus Bremen. Heute möchte ich gerne mit dir so eine selbstschließende Box basteln, die auch wieder wirklich einfach ist. Und hier oben einfach einmal drücken, dann geht sie auf. Meine Deko fällt ab. Die kommt da gleich wieder ran. Ja, und das ist wirklich auch wieder sehr, sehr einfach. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gemacht. Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Und ich habe sie jetzt hier nur mit Designpapier gemacht. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein beim Prägen, damit man nicht zu doll drückt, damit man nicht durch das Papier drückt. Und dieses tolle Papier findest du als Gratiszugabe in der Celebration-Broschüre auf Seite 7. Und das nennt sich Kreislauf der Natur. Passend dazu findest du im Mini-Katalog dann auch noch Produktpaket Jahresringe. Und die habe ich dazu mitbenutzt. Das ist einmal diese 3D-Prägeform mit den Stanzformen Jahresringe und einmal das Stempelset Jahresringe. Und damit kannst du wunderbare Holzscheiben ausstanzen. Komm her. Die sehen echt toll aus, weil die sind geprägt und dann gleichzeitig ausgestanzt. Ja, und wie genau ich das gemacht habe, das möchte ich dir jetzt gleich zeigen. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Also benutzen werde ich jetzt Designerpapier, was du von der Celebration geschenkt bekommen kannst. Das findest du auf Seite 7 der Broschüre, Kreislauf der Natur. Und das ist so ein bisschen angelehnt an dieses tolle Stanz- und Präge- und Stempelset aus dem Mini-Katalog. Das findest du auf Seite 62. Und ich finde die Papiere unheimlich schön. Ich zeige sie dir hier nochmal. Wo seid ihr hin? Ach, hier drunter. Da gibt es einmal so, ich würde mal sagen, Meisen und so ein bisschen Salztechnik, Eicheln, auch was Neutraleres, noch ein schöner Strauß, einmal Karos, schöne Häuschen, Mandalas, Pilze, Baumstämme und noch so eine Baumreihe. Und ich möchte jetzt gerne die Karos benutzen. Dafür schneide ich jetzt ein Stückchen in 15 cm. Mal 15 cm zu. Messer weit weg, Spickzettel herbei, mache ich hier an der einen Seite schon mal bei 1 cm ein Falz. Und wichtig ist bei Designpapier nicht zu doll falzen, weil es ja doch etwas dünner ist als der normale Farbkarton. Jetzt für oben bei 2 cm jetzt lege ich diese schmale Falz wieder hier nach rechts und mache bei 7 cm ein Falz. Und hier unten für den Boden muss auch noch ein Falz bei 3,5. Ich weiß, man sieht es auf dem Papier immer unheimlich schlecht, aber gleich wird es einfacher zum Zeigen. Jetzt müssen hier unten, weil das der Boden ist, auch noch Falze rein, die dann eingeschnitten werden. Einmal bei 3,5 und da gehe ich von dem Querfalz einmal nach unten und bei 10,5 und da auch wieder vom Querfalz nach unten. Das war jetzt schon mal
feilzen mit dem Papierschneider. Ich knicke das schon mal ein bisschen nach, dann kannst du es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Das ist die Klebelasche. Hier unten der Boden und einmal die Mitte. Und jetzt müssen hier noch Diagonalen rein, die man so auch wirklich fast nicht erkennen kann. Einmal das. Und zwar musst du jetzt falzen. Hier oben von diesem Falz bis hier unten, wo hier unten nachher der Boden ist, die Mitte. Leg mir das hier an und falz einmal runter. Hier drüben nochmal genau das gleiche. Hier unten beim Boden die Mitte und bis hier oben dort zu der Ecke. Ich weiß auch gar nicht, was für Papier man mal nehmen könnte, dass man solche Falzungen dann besser sieht. So, jetzt noch einmal diese Diagonale. Und noch einmal diese Diagonale. Oh, ich habe gerade gemerkt, ich habe meinen Lüfter noch nicht ausgemacht. Das werde ich mal eben tun. So müsste es jetzt leiser sein. Aber hier sind gerade tropische Temperaturen. Und da habe ich mir doch glatt meinen Lüfter angemacht und vergessen, ihn auszumachen, was schön angenehm war. So, jetzt wird hier unten schon mal der Boden eingeschnitten. Also an der Falz genau lang. Und hier auch. Und einmal hier. Diese kleine Ecke kannst du ganz rausschneiden und hier die Klebelasche so ein bisschen hier anschrägen. Und ich habe mir die einfach, also zwei im Wechsel, ein bisschen kürzer geschnitten. Ich fand, das ging dann besser, unten den Boden zu kleben. Und die mache ich mir auch ein bisschen schräg. Wichtig ist wirklich, dass der Falz richtig weggeschnitten ist. Lieber ein bisschen mehr. Du kannst noch hier ein bisschen kürzer. Und hier auch den Falz. Und vorsichtshalber hier auch noch mal so ein bisschen. Ist ja der Boden, das sieht ja nachher keiner. Außer die Box wird total genau untersucht. So, jetzt falz oder knicke ich noch mal vorsichtig die Diagonalen nach. Du kannst es auch super mit Farbkarton machen. Der ist natürlich stabiler, da muss man dann nicht ganz so doll aufpassen beim Nachfalzen oder sowieso beim Falzen. Da. Jetzt nehme ich doppelseitiges Klebeband und mache das hier an die Klebelasche. So gut wie es geht an den Falz ran. Ne, ich sehe selber nichts. Einmal abschneiden. Ich schreibe da immer noch mal drüber, dann finde ich, geht das immer ein bisschen besser ab. Ja, ein bisschen besser. Nehme ich noch mal die andere Seite. So, mit mehr Gefühl geht es auch besser. Seite raufklappen.
leer. Und jetzt kommt noch der Boden. Und schon ist die Box schon gleich fertig. Jetzt habe ich hier wieder nur meinen Restekleber. Ich weiß wieder nicht, wo ich meinen anderen habe. Ist ja auch schlimm. Und da ein bisschen, da ein bisschen. Und einmal zum Schließen. Warten, dass er anzieht. So. Hier oben kann schon mal das Schleifenband ran. Da habe ich Blumengrün, ja. Geschenkband mit Sprossenfensteroptik. Da kannst du dir hier hinten, also je nachdem, was bei dir hinten ist, das nehme ich als hinten, ich nehme mal das als hinten, auch noch so einen kleinen Klebestreifen ran machen. Dann flutscht dir dein Geschenkband nicht so weg. Nicht, wie bei euch die Temperaturen sind. Also hier für uns im Norden sind sie doch außergewöhnlich hoch. So. Und dann einfach eine Schleife. Anhieb eine Schleife. Das muss ich mir auch mal rot im Kalender markieren. So, jetzt noch ein bisschen Deko und alles wird schick. So, ich habe dann da ein bisschen was ausgestanzt. Ich habe hier einmal so eine Baumscheibe, so ein paar kleine Stanzteile und die sind alle. Einmal hier die Prägeform mit der passenden Stanze und hier sind die restlichen Stanzteile. So rum war das nämlich irgendwie. Ich im Nachhinein zusammenbauen ist immer schwer, aber da habe ich mir wieder was gemacht, dass ich es merke. Also mir merken kann, wie das zusammengebaut wird. So, genau, daraus habe ich mir so ein paar Sachen ausgestanzt und das möchte ich jetzt hier vorne anbringen. Wo ist es jetzt mal da? Doppelseitiges Klebeband. Ich finde, das geht immer ganz gut, diese kleinen Stanzteile damit dahinter zu befestigen. So. Bei diesen, die ich hier in Blutrot gestanzt habe, sind an sich Blätter mit dran. Die habe ich einfach abgeschnitten. Weil Blätter in Rot fand ich, sah dann doch nicht so gut aus. Nein, das möchte ich davor. So. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Soll das nur noch festkleben? Das sieht sogar besser aus wie auf der anderen Seite. Das mache ich doch nochmal. Da kenne ich ja nichts. Ist mir irgendwie zu weit auseinander. Da. Bis dahin.
und du kommst dahin. So. Und so sieht es auch gleich viel schöner aus. Da mache ich noch mal einen drüber. Und hier unten wollte ich dann noch so ein Schildchen dran machen. Da habe ich auch einfach nur die Stanzform genommen. Die ist, wo habe ich es jetzt hingelegt? Ja. Das ist das Kraftpapier, was du im Jahreskatalog findest. Das ist halt ein bisschen stärker. Das klebe ich hier immer mal mit dem Menschnetz drauf. Dann kommt das so an meine Box. Das war meine kleine, schnelle Verpackung. Ich finde, das geht wirklich ratzifatzi und du kannst sie auch in sämtlichen Größen machen. Ich hatte hier nochmal eine gemacht, die war ein bisschen breiter, wo ich Pappkarton genommen habe und mit dem Celebration-Papier beklebt habe. Dann habe ich hier noch eine, da ist noch eine. Das ist auch das Celebration-Papier. Das habe ich einfach mit einem Blending-Pinsel gewischt und dadurch ist das nicht mehr nur schneeweiß. Da fehlt halt noch die Deko und jetzt einmal diese. Wie du siehst, sind sie alle verschieden. Ja, das war's für heute von mir für dich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein Daumen hoch freut mich wirklich, ein Abo umso mehr und bis zum nächsten Video. Eure Susanne Schöder. Tschüss! Get a better place.